Oh, dir verkauft Kühe keine Schafe. Das ist doof. Verstanden. Ihr seid die mit den Schafen. So, und wir kriegen. Kriegen wir auch langsam Milch rein? Ja, wir kriegen Milch rein. Also können wir den ersten Käsemacher hier errichten. Und ja, unsere Stadt sieht jetzt wahrscheinlich im Gegensatz zu den ersten Städten, die wir haben, richtig schön aus. Und ja, wir brauchen dringend mehr Fisch. Weil unsere Fischer, die kommen nicht hinterher. Unsere Bäcker eher. Kleidung sieht auch noch alles gut aus. Wenn nicht, können wir uns noch einen zweiten Weber leisten. So, die Jägerhütten werden errichtet. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Und wir sind auch gerade auf dem richtigen Weg. Wie ihr wünscht. Das ist das Lagerhaus übrigens. Achso, die letzte ist noch nicht fertig. Wundervoll! Ihr habt die Jägerhütten gebaut. Ich rieche schon das Wildbrutzeln. Schon unterwegs. Meinen Leuten sind eure Taten nicht entgangen. Sie sind bereit, euch zu helfen. Geht nach Ulrikborg an der Westküste und redet mit ihnen. Ein Territorium ging verloren. Ja, das Territorium haben wir jetzt auch verloren. An unsere Nachbarn. Ich möchte euch daran erinnern, dass ich euch treu gedient habe und Anerkennung dafür verdiene. Ja, ja. Die Eisenmine wird bald erschöpft sein. Oh, wir haben bald kein Eisen mehr, aber wir haben noch mehr als genug Eisen. So übrig. So, dann erinnere ich dich mal zum Grafen. Ich werde stets mein Bestes geben in euren Diensten. So. Die sind reich, die sind arm. Arm, arm, arm. Wer auf jeden Fall reich sein dürfte, na nicht mal die beiden sind reich. Aber die Brotbäcker. Ja, aber es gleicht sich langsam wieder aus. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. So, jetzt könnten wir ein Badehaus. Ja, das Badehaus ist ein großes Gebäude. Aber ja, so ein Badehaus ist sehr schön zu haben. Schon unterwegs. Und dann reisen wir mal nach Ulrikborg. Gucken mal, was die zu sagen haben. Schon unterwegs. Und ja, die beiden reich zu kriegen, ist so eine Sache für sich. Müssen wir wirklich die Waffen verkaufen und das können wir schlecht. Kauft nämlich uns keine Waffen ab. Besen genauso wenig. Met dafür jeder. Diesen Sabbatsbetrug macht mich wütend, Südländer. Doch zuerst müssen unsere Krieger vom Meer zurückkehren.
Unsere Krieger werden sehr durstig sein, wenn sie nach Hause kommen. Wenn ihr wollt, dass sie euch helfen, wäre es ratsam genug, Mehl herzustellen und uns zu schicken. Mhm. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Den Mehl stellen wir schon her. Also wäre es die gute Idee, bei beiden die Auslieferung erstmal zu unterbinden. So. Dann das Mehl zu schicken. So, noch können wir immer noch ein Fest veranstalten, wenn die... der Bedarf nach Unterhaltung zu gering ist. Aber wir haben ja auch noch das Badehaus zur Not. In dem Badewasser und Getränke bereitgestellt werden. Und ich glaube, das Badehaus wird auch ganz schnell reich werden. Ich könnte sogar jetzt die Burg noch auf Maximum ausbauen. Und das Lagerhaus wahrscheinlich auch. Ah, aber ich habe keinen Stein mehr dafür. Oh ja, den Fischer hier weiter ausbauen wäre die Idee. Ah ja, da sind die Leute, die nach Unterhaltung schreien. Also geben wir ihnen mal ein bisschen Met. So. Da ist Met, holt ihn euch. Oh, da kann ich den nicht. Ein Karren wurde ausgesandt. Eine Eisenmine ist erschöpft. Okay, Eisenmine ist erschöpft. Ist aber kein Problem. Wir können jetzt den Metkonsum wieder freigeben. Und jetzt holen sie sich hier Met. Sehr gut. Ja, die Eisenmine ist erschöpft. Das heißt, wir können dich abreißen. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Ja, ich werde etwas abreißen. Ich bringe Materialien zurück. So, 7 neue Frauen, glückliche Siedler. Unser Karren ist auf dem Weg. Unsere Schafsweiden sind versorgt. Unsere Kuhweiden auch. Ja, zur Not könnten wir eine Messe abhalten. Und ja, ich glaube, zurzeit ist es auch schwierig, ist es mittlerweile schwieriger geworden, dass reiche Gebäude wieder arm werden können. Ich glaube, man muss einmal das Einkommen über 50% haben. Der Met ist angekommen. Wir werden unseren Kriegern bei ihrer Rückkehr einen angemessenen Empfang bereiten. Bereitet euch für den Sturm auf Crimson Sabbats Festung vor. Wir müssen Crimson Sabbats Festung in Armstrand angreifen.
Doch dafür müssen wir zuerst die Mauern durchbrechen. Bauen wir eine Belagerungswaffenschmiede. Wir helfen euch, sobald ihr das Stadttor von Armstrand zerstört habt. Mhm. Ja, da kommen die Wikinger-Truppen. Und ja, was ich sagen wollte, früher am Anfang war es ziemlich viel, ziemlich schwerer. War es schwieriger. Ein Steinbruch ist erschöpft. Oh. War es schwieriger, die reichen Gebäude reich zu halten. Weil ich glaube, sie mussten über 50% haben, um als reich zu gelten. Wenn sie unter 50% waren. Wir eine Belagerungswaffe bauen, die uns helfen wird, die Tore niederzureißen. Eine Ramme ermöglicht uns, das Tor von Crimson Sabbats Festung niederzureißen. Bauen wir eine in der Belagerungswaffenschmiede. Ja, das haben wir auch vor. Und wie wir sehen, ist Crimson Sabbat ziemlich gut besetzt hier. Es gibt nur einen Eingang. Verdammt viele Trupps. Das heißt, noch einen Bogenschützen und einen Schwertkämpfertrupp herbei. Auf euren Befehl! So, und jetzt müssen wir warten, bis unser Belagerungsingenieur einem Steinmetz fehlt es an Stein. Genug Teile gebaut hat. Okay. Das heißt, den können wir auch einreißen. Wir können jetzt aber hier mal die Straße vollenden. So, das Stück weicht. Das heißt, das Stück Straße können wir einreißen. Das Stück fertig bauen hier. Den Fischer fertig upgraden, wäre auch noch eine gute Idee. Und ja, wir haben mehr als genug Holz, also. Oh, so viel können wir verkaufen. Ein Karren wurde ausgesetzt. Jetzt erstmal die da. Wow, die ganze Wolle, die wir da haben. Sollten wir erst einmal in Klamotten investieren. Die Kirche könnten wir ausbauen. Ja. Dann haben wir wenigstens alle drei Gebäude auf Stufe 3. Unser Honig sieht in Ordnung aus. Nicht, dass es zum Glück jederzeit kein Problem, eine zweite Honigfarm zu errichten. So. Für Belagerungstürme und gerade für Katapulte bräuchten wir noch höhere Titel. Nämlich den Marquis und den Herzog. Jetzt sind wir halt gerade Graf. Und ich glaube, der Herzog war... Nee, halt der Erzherzog ist das höchste, der höchste Titel. Ich glaube, der nächste Titel wäre sogar schon der Marquis. Und dann der Herzog. Und dann halt der Erzherzog. Gibt ja auch so gesehen nicht mehr viel, was wir freischalten können. Ich glaube, hier fehlt noch ein Gebäude. Ja, der Mediziner. Hier haben wir alles, hier haben wir auch alles. Hier fehlt derjenige, der aus der Medizin, also Medizin herstellt. Ja. Sofort.
Bringen wir auch mal unsere Truppen nach Arumstrand. Hier hinten rum. Warten auf das letzte Belagerungswaffenteil.